Hallo und willkommen zurück zu RimWorld im Auftrag des Kane. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir arbeiten endlich daran, eine eigene Nahrungsproduktion zu bekommen, Strom zu haben. Kleinigkeiten eben. Keine fertigen Mahlzeiten und hier kritisch nichts Verrottendes, Tierleichen. Und. Gönnen wir uns direkt mit elektrischen. Ne? So. Hier haben wir komprimierten Stahl. Knapp ist in unser Vorrat. Oh. Hier haben wir nicht noch irgendwo Stahl angrenzen, ne? Also soll ich euch ein Doppelschlafzimmer einrichten, ja? Obwohl ich befürchte, wir könnten für das Ding zu wenig Strom haben.
Ja, doch, geht gerade so. Hervorragend. Stahl, Kraftstoff, Meerstahl, Uran, sehr gut. Plaststahl, Stahl. Oh, hier ist eine kombinierte. Stahl, Titanium. Okay. So, und wir haben momentan keine Forschung. Da sollten wir auch dringend was tun. Und das Erste, was ich erforschen möchte, sind Sicherungen. Und Vorratskapseln sind mit Bananen gecrashed. Wahrscheinlich explodieren diese Omalopen demnächst irgendwann. Das hier können wir abbrechen, weil wir haben da oben jetzt ein Erzvorkommen, das wir ausbeuten können. Waffenhändler. Schauen wir mal, ob die was im Angebot haben, dass wir, naja, uns auch leisten können. Den Holzknüppel könnt ihr haben. Winchester würde ich ganz gerne behalten, vor allem da die noch in einem so guten Zustand ist. Neue Medizin könnten wir eigentlich gebrauchen. Das Ding ist eh nichts wert. Banknoten haben wir keine. Und das war's erstmal mit unseren Stromreserven. Obwohl, nee, solange wir noch keinen gekühlten Lagerraum haben, Temperatur. Da.
Dafür sollten eigentlich zwei reichen. Tja, macht's gut. Beim nächsten Mal vielleicht, ne? Vielleicht haben wir dann noch Geld. Können die Viecher wenigstens endlich auf, unsere Vorräte zu fressen. Kleine Verletzung, naja, sowas passiert halt bei einer Schießübung. Gutes Timing. Ah. Hin. Das ist aber nett, aber wir wollen diesen Ort hier ja gar nicht verlassen. Alpha-Biber sind nicht unser Problem.
kriegen wir auch noch hin. So, damit haben wir wenigstens schon mal ein bisschen mehr Strom. Nur ein bisschen mehr Stahl haben wir noch nicht. Nott-Truppen. Es müssen Verräter sein. Naja, wenigstens sind sie nicht allzu gut ausgerüstet, ha? Wir müssen zusehen, dass die Barrikaden so schnell wie möglich oben sind. Können wir jetzt
erfolgreich. Guter Zeit. Ihr dürft euch selber versorgen.
Wir brauchen bessere Verteidigungsanlagen. Das heißt, wir brauchen mehr Stahl, das heißt, wir brauchen mehr von allem. Puh. Nicht, dass mich das stört, ne? Aber das Problem ist, ich würde die gerne ausziehen, bevor ihre Kleidung für unsere Leute nicht mehr annehmbar ist. Sind die Überlebenden nackt, jetzt dürft ihr die gerne alle fressen. Gar nicht, was die Tierwelt hat. Entwickelt sich auch alles prima da unten. Oha. Das habe ich vergessen. Das war mein Fehler. Und das Vieh hat es tatsächlich geschafft, sich hier rein zu mogeln. Damit kommen wir klar. Du begibst dich bitte einmal hierhin. Ich sage danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Bist du da? Schießen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.